So Leute, da sind wir beim nächsten Video und dieses Mal ein Decktake. Ihr seht schon oben im Titel Dead Guy Ale. Dead Guy Ale, es geht hier nicht um den Schnaps, um den Alkohol, sondern um das Deck. Ich habe das Deck mal aufgebaut. Mir ist aufgefallen, ich habe sehr viel davon. Ich musste zwei kleine Budget-Änderungen machen, aber die werde ich euch zeigen. Und ansonsten bin ich mit dem Deck aktuell relativ viel auch unterwegs, so in den letzten anderthalb Wochen. Und es macht mega Spaß, weil es auch viele neue Karten beinhaltet. Auch wenn jetzt Modern Horizons 2, ja, müssen wir nicht drüber reden. Aber hier sind halt noch gute alte Werte drin. Und zwar Strixhaven Silverquill-Karten. Aber zu denen kommen wir gleich. Erstmal starten wir mit der Mana-Basis. Wir haben vier Wastelands. Tappen für ein Farbloses. Oder Tappen, Opfern, Zerstören, Non-Basic Land. Ja, ganz klar, wir wollen nicht, dass der Gegner uns stört. Man kann ja auch nur drei spielen, aber ich habe mich jetzt auf vier geeinigt, weil vier ist schon cool. Vier ist eine gute Zahl. Vier ist wirklich eine gute Zahl. Auch eine gute Zahl ist 1. Da haben wir zum Beispiel ein Silent Clearing. Das ist unser Horizon-Land. Tappen für ein weißes oder schwarzes, dabei verlieren wir Leben. Oder wir können das opfern für einen Mana, um eine Karte zu ziehen. Wir spielen nur eins davon, weil es doch sehr viel Leben kostet. Das ist surprisingly schlecht, so viel Leben zu verlieren in diesem Deck, weil unser Leben sind sehr wichtig. Dann haben wir zwei Duels, zweimal Scrubland. Normalerweise spielen diese Listen vier, spielen dann eben kein Silent Clearing und nicht das, was ich gleich zeige. Ich habe am Anfang mit Vieren gespielt und ich muss sagen, es ist gar nicht mal so geil. Wenn die Gegner wissen, worauf sie sich einlassen, das wissen zum Glück wenige, aber wenn sie es wissen, dann wastelanden sie ein Scrubland Surgical Nest. Und wir haben ein Problem. Da bin ich sehr oft reingelaufen tatsächlich. Und deshalb habe ich kleine Änderungen gemacht. Wie zum Beispiel, ich habe auch ein Schockland drin. Ein Godless Shrine. Ich würde keinem empfehlen, mehr als einen zu spielen. Der eine ist schon problematisch, aber oftmals wirklich besser als das dritte Scrubland. Es ist traurig, sowas zu sagen. Aber ja, genau so ist es. Dementsprechend ein Silent Clearing, zwei Scrubland, ein Godless Shrine. Dazu kommen dann eben ein Karakas, Tappen für ein weißes oder halt ein Legendary Bouncen. Das Legendary Bouncen passiert hin und wieder mal. Eine einzelne Ebene. Dazu dann vier Sümpfe. Ich halte sie mal oben in die Kamera, auch wenn es nutzlos ist. Und dann haben wir eine Menge Fetchländer. Und da musste ich das erste Mal eine Budget-Option machen, weil mir ist aufgefallen, und ich hoffe ja, wie gesagt, Modern Horizon 2 regelt das, ich habe nur zwei Marshlets. Natürlich würde man in diesem Deck viermal Marshlets spielen, die habe ich aber leider nicht. Dementsprechend musste ich mich anderweitig umschauen und habe dafür aktuell zwei Flooded Strand drin. Ich bin schon in die Situation gelaufen, dass ich mir einen Sumpf raussuchen wollte und es nicht konnte mit dem Flooded Strand. Und ja, das sind eigentlich noch zwei Marshlets. Ich zeige euch aber hier, es müssen nicht immer die optimalen Sachen sein. Es können auch andere Sachen mal gespielt werden. Dementsprechend, ja, auf jeden Fall ein Flooded Strand würde ich noch drin lassen, weil er halt auch gut fetcht und weil er es halt auch eine Weißquelle fetchen kann, was ganz gut ist. Aber der zweite ist auf jeden Fall eine Marshflats, genau wie auf jeden Fall die Prismatic Vista auch eigentlich ein Marshflats sein sollte. Auch hier sucht zwar Ebene und Sumpf, aber wir wollen schon auf die Duels fetchen können. Dementsprechend diese beiden hier wären noch zwei Marshflats. Und dann haben wir drei Polluted Deltas, einfach weil es das günstigste Schwarze ist, was ich gerade griffbereit hatte und rumliegen hatte. Ich habe das Schwarz-Rot, das ist noch günstiger, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Das sind einfach nur schwarze Fetchländer. Das heißt, ihr habt einfach vier Marshflats, eine Weiß-Fetch, drei Schwarz-Fetch und das ist eure Mana-Basis. Sehr, sehr cool, sehr, sehr stabil, sehr, sehr flexibel aber auch, weil ihr könnt auch hier andere Sachen spielen. Ihr könnt ein Mainland spielen, aber diese zwei Scrublands, beziehungsweise eigentlich drei Scrublands, da kommt ihr nicht dran vorbei. Wie gesagt, dieser eine Godless Shrine kann eben auch mal ganz gut sein, gerade wenn die Gegner wissen, dass sie gegen Dead Guy Ale die Schwäche der Mana-Basis ausnutzen können, weil die Mana-Basis ist echt crappig in diesem Deck. Was nicht ganz so crappig ist, aber doch schon ein bisschen crappig, sind unsere Kreaturen. Einfach nur, weil wir können eine Menge Strange Stuff spielen. Ich habe hier schon Karten drin gesehen, wie Brimas und andere Sachen. Aktuell werden halt relativ oft einfach zwei Skyclave Operation reingenommen, 3 Mana 2-2. Wenn es ins Spiel kommt, exilen wir halt nicht Land, nicht Token-Permanentes, das wir nicht kontrollieren, mit Mana-Kosten 4 oder weniger und exilen das. Und wenn das Ding stirbt, kriegt der Gegner einen XX-blauen Illusionsspielstein mit dem Mana-Kosten. Das ist einfach Removal on a Creature, das ist ganz cool. Dazu das Herz und die Niere dieses Decks.
4 Bobs, beziehungsweise Dark Confidence. 2-1 zu Beginn des Saisonsegments gucken, decken wir die oberste Karte unseres Decks auf, so ist es richtig. Dann verlieren wir Lebenspunkte in Höhe der Mana-Kosten und nehmen die Karte auf die Hand. Das bedeutet, wir ziehen in einem schwarz-weißen Deck 2 Karten pro Runde, wenn der liegen bleibt. Das ist ziemlich wichtig und Herz und Niere dieses Deck, wie ich schon gesagt habe, Dark Confidence sehr, sehr stark. Dann kommt etwas, was mich ein bisschen schaudern lässt. 3x Stoneforge Mystic. Ich muss sagen, ich vermisse die vierte schon. Ich weiß aber, warum die vierte hier drin nicht gespielt wird im Vergleich zu Death in Texas. Death in Texas hat den Punkt, dass wir uns gar nicht so tief durch das Deck graben und deshalb oftmals an die dritte Stoneforge Mystic gar nicht drankommen, wir aber immer eine Stoneforge Mystic haben wollen. Hierbei ist es so, dass wir ganz oft schon mal ein Equipment aufdecken, das ziehen oder durch Bob zeigen oder auch in der Starthand haben. Auch wenn wir dieselbe Anzahl an Equipments und sonstiges haben, ziehen wir mit diesem Deck mehr Karten, wodurch wir einfach das Problem haben, dass wir nicht mit Brainstorm oder ähnlichen Karten unsere Equipments wieder aufs Deck legen können, um sie wegzuschaffeln. Dadurch ist die vierte Stormforge super viel schlechter als die dritte und die dritte ist schon nicht gut. Dementsprechend spielen wir hier 3 Stoneforge. Dann kommen wir zu den Strixhaven-Neuigkeiten. Wir spielen 3 Silver Quill Silencer. 2 Mana 3-2, was Banane-Statlines sind. Wenn ihr ins Spielwerk kommt, suchen wir uns eine Nicht-Land-Karte aus, also den Namen von dieser Karte. Und immer wenn der Gegner diese Karte castet, verliert er 3 Leben und wir ziehen eine Karte. Auch hier wieder Card Draw, ein bisschen Damage am Gegner machen ist nett. Es ist nicht Meddling Mage. Meddling Mage unterbindet ja den Cast komplett. Aber es ist eine ganz nette Option, den Gegner so ein bisschen reinzutalken, so du kannst die aber spielen. Und Edna spielt sie und wir ziehen weiter Karten, er kriegt Damage und gerät unter Druck und wir haben immer noch einen 2-Mana-3-2er. Großartig, vor allem weil wir ihn auch in der ersten Runde mal legen können, dann einfach mal Brainstorm ansagen können und andere Sachen, was wirklich, wirklich, wirklich cool ist. Und die zweite Strixhaven-Karte, die wir im Mainboard spielen, ist die Siege Moor Witch. 2 Stück davon. 3 Mana 3-2 Menace mit Ward, also wenn die Ziel von einem Zauber oder Fähigkeit wird, muss der Beherrscher 3 Leben bezahlen, ansonsten wird der Zauber gekontert, auch wieder hier mit 3 Leben. Der Gegner verliert in diesem Deck ganz schnell Leben. Das ist ziemlich cool, gerade im Schwarz-Weiß-Status. Und Magecraft, immer wenn ihr einen Zauber castet, also einen Instant Sorcery, oder sie kopiert, kreiert ihr einen 1-1 wunderschönen Token, der, wenn er stirbt, euch ein Leben gibt, die Pest-Tokens. Auch hier, wir spielen relativ viel mit Discard, wir spielen relativ viel mit Removal, dann so ein paar Tokens dabei zu kriegen, ist immer ganz nett. Es gibt hier auch die Möglichkeit, statt der Siege Moor Witch den Opposition Agent zu spielen, dann spielt man das Deck mini anders, weil was man jetzt halt hiermit macht ist, man spielt eine Combo in diesem Deck und zwar die gute Chain of Smog spielt man hier 2x drin. Einfach nur, weil man eh ein Discard-Heavy-Deck ist und ganz oft der Gegner keine Handkarten hat und man die Witch sowieso spielen kann in diesem Deck, warum dann nicht 2x die Chain of Smog reinnehmen? Vor allem, wenn man dann einen Bob liegen hat und dann Chain of Smog auf den Gegner auch mal spielt und der wirft das zurück und man wirft das wieder zurück und beide haben keine Handkarten mehr, hat man immer noch einen Dark Confident, der einfach Card Advantage generiert und der Gegner zieht nur eine Karte pro Runde. Auch alleine so ist die Karte sehr, sehr mächtig in diesem Deck. Aber natürlich hier mit der Siege Moor Witch, ich zeige sie nochmal, direkt eine Combo für Infinite Token, weil wir uns selber die ganze Zeit targeten und dementsprechend sehr, sehr gut. Weiteren Discard, den wir spielen, ist meine Lieblings-Discard-Karte, Höhm Tuturag. Ich glaube, das ist auch die Lieblings-Discard-Karte von ganz, ganz vielen Leuten. Wir werden ja sehen, wie lange noch, wenn sie zu viel gespielt wird. In anderen Formaten. 2 schwarze Mana Sorcery. Ein Spieler eurer Wahl wirft 2 random Handkarten ab. Dieses Random ist so stark. Dann haben wir 3 Inquisition of Kozilek. Ein schwarzes Mana Sorcery. Und der Gegner zeigt seine Hand vor. Ihr wählt eine 3 Mana Karte davon oder weniger. Und der muss sie abwerfen. Nicht Landkarten natürlich. Ist hier ein bisschen drin, um Leben zu sparen, weil wir spielen auch Thoughtseize, aber wir können uns manchmal einfach nicht leisten, mehr als einen Thoughtseize zu spielen, weil Leben sind hier echt eine klappe Ressource. Gerade mit dem Dark Confidence. Wenn der so ein paar Karten mit 2 oder 3 oder sogar 5 aufdeckt, kann das halt richtig wehtun. Dementsprechend hier Thoughtseize nur ein 2-off, wo wir einfach was irgendwie generell discarden können. Dazu kommt ein bisschen Removal, 2 Fatal Push. Wir zerstören eine Kreatur mit Mana-Kosten 2 oder weniger und mit Revolt, also wenn bei uns was am Feld gegangen ist, was mit 4 oder weniger und 2x Swords to Plowshares. Ist ein netter Split, einfach nur um Schutz vor Schwarz, Schutz vor Weiß ein bisschen abzuschalten. Ein bisschen Exile, ein bisschen großen Removal, ein bisschen kleinen Removal. Und einem Gegner Leben geben, den wir wieder rausprügeln müssen, ist doch sehr ärgerlich, aber manchmal unvermeidbar. So viel zu den Instant Sorceries. Ihr seht schon, im Endeffekt nur Removal und Discard. Kommen wir zu den Artefakten und bei den Artefakten haben wir natürlich erstmal die Auswahl.
Ausrüstung. Ich habe sie gerade eben schon geteasert. Die Better Skull, ein 5-Mana-Ausrüstung, die mit einem 0-0-Token ins Spiel kommt. Ausgerüstet natürlich. Die +4/+4 gilt, Wachsamkeit, Lifelink, die man auf die Hand zurücknehmen kann und umrüsten kann. Die macht ganz oft die Kontrollmatches im Alleingang fertig. Und ja, super mächtiges Teil. Wirklich, wirklich cool. Will man nicht mit Dark Confident aufdecken, passiert aber trotzdem umso öfter. Genau dasselbe haben wir mit dem Sword of Fire and Ice. Hier war ich auch immer überlegen, ob man hier nicht Feast on Famine oder sogar das Light and Shadow spielen kann. Da werde ich noch ein bisschen rumtesten. Das ist so ein kleiner Flexbot, wo man gucken kann, welches Schwert hier doch ganz cool ist, weil ich glaube tatsächlich auch das Grün-Schwarze kommt bestimmt richtig cool hier drin. 3-Mana-Ausrüstung gibt +2/+2, Schutz vor Blau, Schutz vor Rot, und wenn sie mit einer Kampfschaden zufügt, darf man nochmal eine Karte ziehen, was sehr cool ist, und zwar Schaden schießen, was auch sehr, sehr cool ist. Und dann die mächtigste Ausrüstung im ganz Legacy, Umejawa's Jitte. Man kann hierbei wirklich auch überlegen, ob es nicht Better Skull und Jitte reicht, ob man das Sword wirklich spielen möchte, aber gerade mit 3 Stormforges, dann geht man oft auf 2 Equipments runter. Ich habe mich für 3 Equipments entschieden, weil es läuft ganz gut, also es ist okay. Ja, ich muss mich gegen meinen inneren Death and Taxes Guy wehren. Umejawa's Jitte, 2 Mana zum Spielen, 2 Mana zum Ausrüsten, und immer wenn die Kreatur Schaden zufügt, irgendwie Schaden, dann bekommt die Jitte 2 Marken. Diese Marken könnt ihr für -1/-1 auf eine Kreatur, +2/+2 auf die ausgerüstete Kreatur oder 2 Leben ausgeben. Sehr, sehr mächtige Ausrüstung. Und wir haben noch ein Artefakt hier drin. Wer hätte es gedacht? Es gibt aktuell so eine kleine Debatte, ob man schwarzes Ritual, also Dark Rit, für 1 schwarzes Mana, man kriegt 3 schwarze Mana an diesem Deck spielt, oder eben Chromox. Und auch bei Chromox ist eine Diskussion zwischen 4, 3 oder nur 2. Und ich bin auf 4. Ich mag den Chromox 0-Mana-Artefakt, wo man eine Handkarte imprintet und dann eben in der ersten Runde 2 Mana hat. Wir haben ganz viel, was 2 Mana kostet, was wichtig ist. In der ersten Runde eine Stormforge spielen, in der ersten Runde einen Dark Confident spielen, früher in der ersten Runde eine Talia spielen. Diesen Slot haben ja jetzt die Silver Quill-Karten übernommen, aber in dem Slot hat man früher halt Talia gespielt. Das ist sehr, sehr mächtig, und ich habe lieber das so, als dass ich irgendwie einen Dark Rit habe, was wenig bringt, und ja. Ist nicht mein Taste. Ich spiele lieber hier 4 Chromox. Kommen wir zu den Verzauberungen. Wir spielen Bitterblossom. Das war's. 2 Mana Tribal Enchantment Fairy. Diese sagt, zu Beginn des Versorgungsmoments verlieren wir ein Leben und kriegen einen 1-1 fliegenden Rogue Token. Der wird natürlich dann, wir kriegen einen, danach haben wir 2, danach haben wir 3. Also wir kriegen nicht 3, wir haben 3. Und das kann Leute ganz schnell unter Druck setzen, gerade wenn man das in der ersten Runde rausklöppt mit eben sowas wie Chromox. Und dann ist eigentlich in diesem Deck relativ safe gesetzt Liliana of the Veil. Die werdet ihr in meinem Deck nicht sehen. Und das ist nicht unbedingt eine Budgetentscheidung. Man kann hier 2 bis 3 Liliana of the Veil spielen, ist gar keine Frage. Ich finde sie nicht gut. Und ich musste irgendwie Platz für zum Beispiel Chain of Smog finden und andere Karten, die ich gerne spielen und testen wollte. Gerade auch zum Beispiel der 4. Chromox. Und dementsprechend ist Liliana rausgeflogen, weil ich möchte einfach nicht Handkarten diskarden, gerade nicht, weil Uru immer noch ein Ding ist im Legacy. Gegen so ein Delver bringt die halt genau gar nichts, und ja, Liliana ist aktuell einfach keine gute Karte im Format. Was eine gute Karte im Format ist, und ich muss sagen, sie gefällt mir wesentlich besser als Liliana, ist 2-mal, spiele ich die auch, Kaya Orts of Uruspa. 3 Mana kommt mit 3 Marken rein. Ihr könnt für die +1 2 Karten aus einem Friedhof exilen, damit gehen zum Beispiel Uru oder irgendwelche andere Targets, die man mit Snapcaster Mage oder anderen Sachen einfach machen kann. Super, super cool. Und man kriegt 2 Leben, wenn man mindestens eine Kreatur exiliert hat. Auch das super, super cool. Und ich habe damit auch schon einen Clotus outraced. Das war richtig cool. So ein Clotus mal so ein bisschen nutzlos zu machen. Das hat schon Spaß gemacht. Die -1-Fähigkeit ist ein bisschen irrelevanter gewesen. Ist ein bisschen irrelevanter geworden, weil man einfach einen Nicht-Land-Permanenten Mana-Kosten von 1 oder weniger exiliert. Früher war das ganz cool, weil da konnte man sowas wie Astrolab exilieren. Das passiert halt nicht mehr. Aber man kann immer noch ein Mana-Artefakt, die ihn stören, ein Mana-Kreaturen, ein Mana-Verzauberung, alles Mögliche. Ein Mana-Planeswalker noch nicht. Noch nicht. Aber ja, ich mag die Karte. Der -5 ist halt, wir fügen Schadenspunkte in Höhe der Karten, die ein Spieler unserer Wahl im Exile hat. Das ist eine nicht so wichtige Fähigkeit. Ist halt ähnlich wie die Fähigkeit von Liliana of the Veil, also die Ulti, die man auch nicht benutzt. So, das war das Mainboard. Kommen wir mal zum Sideboard. Dead Guy Elves Sideboards sind mit einer Sache berühmt geworden, und zwar dem One-Off Leyline of the Void. The Void, eine Karte, die man auf der Starthand haben muss, damit sie im Spiel kommen. Danach exilt man jede
jede Karte, die beim Gegner in den Friedhof gehen würde, spielt man normalerweise als Vor-Off. In diesem Deck spielt man sie als One-Off. Meistens hat man früher auch die Leyland of Sanctity gespielt, die spiele ich nicht mehr, Spoiler, Spoiler, auch wenn man sie noch spielen könnte. Der Punkt ist, mit diesem Deck ist man sehr schwach gegen Gravejet-Decks. Und Gravejet-basierende Strategien sind halt dafür bekannt, dass man gegen sie mulligan muss. Und wenn ich jetzt auf diese Karte mulligane oder auf eine Surgical, macht es nicht viel Unterschied und diese Karte ist besser. Natürlich ist sie nicht die einzige Gravejet-Heldkarte. Wir haben auch noch zwei Rest in Peace, die eben auch sagt, wenn sie ins Spiel kommt, exilen wir einen Friedhof, und also alle Friedhöfe, und danach geht jede Karte, die in irgendeinen Friedhof gehen würde, ins Exil. Rest in Peace ist aber dann so die Notfallhilfe, die dann Turn 1 oder Turn 2 kommen kann. Die Leyland of the Void muss halt Turn 1 kommen, ansonsten kann man sie immer noch gut in einen Chromox werfen oder sie auch einfach mal casten Turn 2, Turn 3. Hier ist natürlich dann wieder der Dark Rid besser, aber gut. Das ist halt der Gravejet-Hate. So ein bisschen ein Nombo haben wir dann mit der nächsten Karte, und zwar spiele ich im Sideboard zweimal Lingering Souls. Das werden jetzt auch Leute denken so, what? Why? Und Lingering Souls, habe ich tatsächlich festgestellt, ist super mächtig gegen die aktuellen komischen Banned Miracle Listen, den ganzen Quatsch, weil sie werden die Token ganz schlecht los. Und wenn sie gegen die eine Lingering Souls in Terminus werfen und wir sonst nichts am Feld haben, ist das voll okay. Aber sie müssen es teilweise tun, weil sie sonst einfach 4 Leben pro Runde verlieren. Das ist super, super stark, und deswegen habe ich sie im Sideboard noch. Ich habe noch ein paar andere Ideen, die ich in diesen Slot tun könnte. Aber aktuell fahre ich mit diesen Lingering Souls doch ganz gut, vor allem, weil die Gegner sie aktuell einfach nicht mehr erwarten, gerade nicht Game 2 oder 3. Und das ist tatsächlich ganz cool. Ich habe sie auch schon gespielt gegen Dark Doof. Das war lustig. Der hat ein bisschen geflucht. Dann haben wir gegen Combo, gerade gegen Leute, die ganz viele Spells chainen und auch so ein bisschen gegen Delver, Divining Silence. Ein weißes Mana. Jeder Spieler kann nur ein Nicht-Kreaturen zur Hauptrunde spielen. Das limitiert uns selber auch ganz hart ein. Also das muss man sagen, das ist, stört einen schon selber auch. Aber es stört einen selber nicht annähernd so viel, wie es den Gegner stört. Und wenn so ein Spell-basiertes Combo-Deck versuchen muss, da durchzuspielen, das ist schon ein Bild für die Götter. Ähnlich haben wir halt auch gegen Creature-Decks was, und zwar haben wir den Plague Engineer, 3-Mana 2-2 Death Touch, und wenn der Spieler kommt, sagen wir Kreaturentyp und alle Kreaturen, die der Gegner kontrolliert, mit diesem Kreaturentyp kriegen -1/-1. Das ist gut gegen Elfen oder andere Sachen wie Death and Taxes oder sowas in dieser Richtung. Super, super coole Karte. Ich spiele sie aktuell nicht im Mainboard, weil ich keinen Platz habe. Es gibt auch die Möglichkeit, eine im Mainboard und zwei im Sideboard zu spielen, oder halt wie hier jetzt nur zwei im Sideboard. Dann haben wir noch eine neue Strixhaven-Karte, und zwar spiele ich zweimal Fracture. Ich spiele Fracture aus dem Grund heraus, dass ich sie besser finde in sehr vielen Matchups wie Council's Judgment oder eben auch Vindicate, weil ich sagen muss, ich mag sie für 2 Mana einfach. Für 2 Mana finde ich sie halt richtig, richtig gut. Und ich muss sagen, diese 3 Mana sind halt manchmal echt eine Überwindung dafür. Klar, hiermit kann man nur Artefakte, Verzauberungen und Planeswalker removen, aber das ist halt schon ziemlich gut. Für Kreaturen haben wir dann noch zusätzlich ein Eliminate. Hier könnte natürlich auch ein Council's Judgment drin sein oder eben ein Vindicate oder ähnliche Sachen. Ich habe mich fürs Eliminate entschieden, einfach weil es auch Planeswalker killt und Kreaturen Mana kosten 3 oder weniger. Man könnte ja auch überlegen, hier noch einen Sports to Plowshares in Sideboard zu nehmen. Das ist halt sehr flexibel, dieses Sideboard, und hier auf keinen Fall in Stein gemeißelt. Meine letzte Karte ist die Pithy Needle. Für 1 Mana ist ein Artefakt. Wenn es ins Spiel kommt, sagt man eine Karte an. Aktivierte Fähigkeiten dieser Karte, die keine Mana-Ability sein dürfen, können nicht aktiviert werden, was super, super stark ist in manchen Matchups. Und das will man halt auch manchmal einfach haben. Ihr seht schon, auch hier wieder so ein ultra flexibles Sideboard mit so ein paar Sachen, die ein paar Mal mehr drin sind. Aber ansonsten so One-Off, kann man hier von einem boarden, darf man 2 boarden. Super, super cool. Kommen wir so zum, warum sollte ich dieses Deck spielen? Ich mag dieses Deck einfach, weil es Dead GL ist. Dead GL hat so viel Nostalgie, es wird schon so lange gespielt, in so vielen unterschiedlichen Varianten, mit so vielen unterschiedlichen Kreaturen, wo ich sage, wow, das ist wirklich ein altes, cooles Deck, was man auch mit ganz vielen alten Karten noch spielen kann und auch mit ganz vielen neuen Karten spielen kann. Und es ist halt immer ein Hickhack mit der Mana-Basis, weil die Mana-Basis ist echt kacke mit dem Deck. Schwarz-Weiß sind jetzt beide nicht so dafür bekannt, gute Mana-Sachen zu haben. Und deshalb muss man halt mit sehr vielen Duels teilweise spielen, was super unangenehm ist. Vor allem vom Preis her. Und ja, deshalb behilfe ich mich halt hier mit Chromox und versuche damit halt so ein bisschen den Fast-Mana aufrechtzuerhalten, gerade für First Turn Stoneforge, Dark Confident oder eben auch manchmal Natalia, die halt hier jetzt so ein Silver Quill Silencer ist.
man kann, wie gesagt, auch mit diesem Silencer spielen. Das ist gar kein Problem. Und deswegen finde ich das ganz cool, weil man hier auch so ein bisschen Strixhaven-Kram mit reinnehmen kann. Man kann diese Sedgemoor-Combo spielen in diesem Deck sogar ziemlich effektiv. Hab damit, glaube ich, fast jedes Mal irgendwie effektiv gewonnen, wenn ich die rausgehauen habe. Logischerweise ist es eine Combo. Aber halt auch der Gegner hat, glaube ich, nicht einmal kontern können, weil er hatte nie Handkarten. Oder ich wusste seine komplette Hand. Oder er hätte verloren, wenn er es gemacht hätte. Oder. Super, super cool. Ich mag die, vor allem, weil die beiden Karten noch einzeln gut in diesem Deck sind. Ganz oft ist es ja so, wenn man Kombos in einem Midrange-Deck spielt, dass man dann sagt, okay, das ist halt eine Combo. Wenn man die beiden hat, hat man gewonnen, aber die bringen halt einzeln nicht so viel. Diese beiden Karten bringen genau in diesem Deck einzeln unendlich viel. Wie gesagt, Bob, Stoneforge, beides zwei Karten, also Dark Confident, Entschuldigung, beides zwei Karten, die ich ultra cool finde und wirklich, wirklich liebe. Kaya, die Orts of Orozbar, boah, es ist da eine Bank und ich sage halt, sie ist wirklich aktuell einfach so viel besser wie Liliana of the Vale und das heißt schon was und deswegen, ich finde das cool, ich mag Schwarz-Weiß, ich mag die Farbkombination, ich mag den Mischmasch aus neuen Karten, alten Karten, so viele Möglichkeiten, man kann hier so viele andere Karten noch spielen, so viele andere Sachen, man kann diese beiden Karten rauspacken, man kann hier Vitalias spielen, man kann auch dickere Kreaturen spielen, man kann im Sideboard ganz viel machen, es ist so offen, es ist so schön, wenn man einmal diesen Grundstock hat, kann man damit wirklich, wirklich glücklich werden. Ähnlich wie mit Maverick, ähnlich wie mit Death in Texas. Nur halt hier mit Schwarz und mit Discard. Super cool. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr könnt mir ja ansonsten mal in den Kommentaren schreiben, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, wenn ihr irgendwelches Feedback habt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, neuer Black Seed. Ciao, ciao.